Ja, hi Leute. Ja, ich habe mir gedacht, ich versuche mich mal zu melden. Mein letztes Video war ja krankheitsbezogen, Thoraxdrainage und Pneumothorax, was das ist. Jetzt wollte ich eigentlich ja ein Dankeschön-Video machen. Kollege, den ich über YouTube im Endeffekt kennengelernt habe und dann sozusagen über Facebook haben wir uns dann im Endeffekt näher ausgetauscht, hat auch Mukoviszidose, ist ein bisschen besser dran wie ich, Gott sei Dank. Hat einfach, ja, obwohl wir uns eigentlich nicht kennen, obwohl das Gefühl wirklich da ist, als ob man sich schon lange kennt, ein Päckchen fertig gemacht. Ja, das Unboxing hat im Endeffekt zu Hause meine Frau gemacht, ich konnte nicht erwarten, Hangout gemacht. Also eine Videokonfi und sie hat halt für mich ausgepackt. Ja, drin waren im Endeffekt eine Tafel Schokolade, Mr. Tom, Müsli-Riegel, ja, und etwas, was vor mir liegt. Gleichzeitig wollte ich einen kleinen Pocket-Dump machen und dazu gehört das jetzt mittlerweile dazu. Was ich wirklich am Mann habe im Krankenhaus, ist wirklich meine Ringe. Einer davon Ehering, meine SOS-Kapsel, ja, meine Endura 4. Tragespuren sieht man, aber ein vernünftig großes Messer braucht man. Das habe ich durchgängig am Mann, egal welche Hose ich an habe, ist wurscht. Ja, ich habe mir meine Uhr zerschmissen, meine normale. Habe mir jetzt tatsächlich über Amazon, ich habe das mal probiert, eine kleine kommen lassen. Billig, irgendwie 13, 14 Euro. Eine Casio MQ24 ist für meine dünnen Ärmchen ganz gut. Tut, was es soll, schön leicht, 18 Gramm. Ja, Spritzwasser geschützt, ist nicht so schlimm, wenn sie kaputt geht, aber ich hoffe mal, die hält ein bisschen. Auch wenn es billig ist, aber eine Uhr am Handgelenk muss sein. Ja, damit hat sich schon ausgeschlossen, was ich bekommen habe. Ja, ich sag mal vielen lieben Dank, Dirk. Verrückter Hund. Einige werden jetzt schon erkannt haben, dass es kein Spaten ist. Er hat das extra im Endeffekt wirklich losgeschickt. Einfach so. Hätte ich nicht gedacht. Ist das Victorinox, wo ich wirklich lange überlege, weil ich immer denke, eigentlich zu teuer für das, was das leistet, aber irgendwie doch geil. Jetzt habe ich jetzt. Er hat sogar meine Farbe getroffen, der verrückte Hund. Ja, wie man sieht, ein Zweilayer, also im Endeffekt 91 mm Version. Kennen viele. Ich sag mal so, der Klaus hat sich das Ding zum Beispiel auch, glaube ich, auf weiß umgerüstet. Ist ein Kompakt, heißt so viel drin wie in keinem anderen in der Layer-Version. Und mit meinem Spitznamen graviert. Ich sag mal so, ich bin damit schon sehr, sehr lange unterwegs. Mit dem Namen Freeman. Hat eigentlich damit zu tun, frei sein im Kopf und hat für immer sich nicht einengen lassen. Deswegen, ich habe mich irrsinnig gefreut. Also die Geste alleine ist schon der Hammer und dann. Das ist ja auch nicht mal eben aus der Portokasse bezahlt, das kommt noch dazu. Deswegen also vielen, vielen Dank. Ja, was das kompakt kann gegenüber anderen Kombinationen, die wird auf jeden Fall noch getestet. Ich habe nämlich auch Dosen mit hier im Krankenhaus, die ohne Aufreißlasche kommen. Also die Spaghetti-Dosen und die Ravioli-Dosen haben nämlich die komischerweise. Ja, Kabelabisolierer. Flaschenöffner, Schraubendreher und soll der Dosenöffner sein. Ich bin mal gespannt, wie gut er funktioniert. Die vom Weg funktionieren eigentlich sehr, sehr gut. Allerdings, die sehen natürlich ein bisschen anders aus, die Originalen. Ich habe auch natürlich mein Cybertool mit, logisch. Ohne wie geht man hier aus dem Haus. Das ist der normale und das ist die Kombination am Victorinox Kompakt. Hoppala. Dann natürlich die große Klinge. Ist
scharf, wie immer am Weg. Ja, und eins der wichtigsten Werkzeuge für mich an meinem Weg ist tatsächlich die Schere. Ohne Schere geht gar nicht. Also deswegen habe ich nur ein einziges Baten, mein uraltes. Dann der Korkenzieher mit dem Brillenschraubendreher. Finde ich sehr, sehr gut. Viele meinen immer, was wollte ich mit dem Korkenzieher? Da muss ein Philips oben drauf. Ja, Philips-Schraubendreher ist zwar schön und gut, aber ich habe auch schon eine ganze Menge Knoten gelöst aus Stricke und Taue. Und so ein Korkenzieher ist dafür auch geeignet, nicht nur zum Weinflaschenöffnen. Dann natürlich der obligatorische Pakethaken, allerdings in der Version, wie man hier hinten drauf sieht, mit der Feile, die funktioniert. Ist kein Witz, ich verstehe Victorinox nicht, warum die nicht überall angebaut wird, weil dann macht es ja erst richtig Sinn. Ja, und natürlich ist klar, Zahnstocher. Auf der anderen Seite die Pinzette. Und am Kompakt ist halt der Kuli mit dabei. Finde ich persönlich immer super, super geil. Irgendwo habe ich mal den Trick im Netz gesehen, auch beim YouTuber. Mit, wenn man damit schreiben will, legt man ihn einfach nur hier hinten ein. Und drückt den Pakethaken runter. Du kannst damit sauber schreiben. Das ist wirklich eine gute Anlage. Also am Cybertool oder auch wenn die Layer ab 4 Layer wird das echt blöd. Aber so als 2 Layer ist das echt machbar. Also finde ich echt gut. Deswegen also nochmal vielen lieben Dank, Dirk. Also Irrsinn. Wirklich Irrsinn. Da wollte ich mich einfach nur bedanken. Also, ein bisschen angegrabbelt schon. Aber mal gucken, ne? Also, wird auf jeden Fall in meiner Hosentasche verschwinden, in meiner Dauerhosentasche. Heißt, ich überlege mir das auf jeden Fall, wie ich das Ding am Mann halten kann. Weil das hat wirklich einen Wert. Unbezahlbar. Vielen, vielen lieben Dank. Also, Dirk, du bist der Hit. Ganz klare Kiste. Ganz klare Kiste. Ist einfach eine geile Aktion. Vor allem auch diese wirklich. Eigentlich kennt man sich nicht. Und doch weiß man irgendwo, dass man doch auf einer Linie liegt. Ja, das war so ein Mini-Pocket-Dump. Und vielen lieben Dank. Also, das ist das, was ich am Mann habe. Durchgängig. Das gehört zu mir. Ich sage vielen lieben Dank euch. Nochmal vielen Dank, Dirk. Verrückter Kerl. Und irgendwann habe ich die Gelegenheit. Da kriegst du ein Stück zurück. Ich sage vielen lieben Dank, Leute. Fürs Zusehen. Etwas längerer Pocket Dump Plus. Danke, Video. Servus, Tito. Euer Freeman.